Hallo zusammen, Paddy aus der Hobbythek. Ich habe für euch heute nochmal ein Video zu einem Tasting, was die Bitburger am kommenden Freitag, den 4.6. um 20 Uhr veranstaltet. Und zwar heißt das Tasting dieses Mal frühsommerlicher Genuss. Und wir haben wieder einige Bierspezialitäten der Bitburger Braugruppe bereit. Und wir packen mal gemeinsam aus. Dieses Mal beim Tasting zu Gast ist der Rudi Wahl, der Andreas Dick, der Hopfenbauer und die neue Braumeisterin von Kraftwerk, die Nele Gens. Da bin ich sehr gespannt drauf auf dieses Tasting und ja, wenn ihr dabei sein wollt, dann bestellt euch noch ganz schnell das Bierpaket, das Tastingpaket. Die Infos natürlich in der Infobox drunter. Es gibt es auf jeden Fall im Bitburger Shop selber. Ja, wir haben das Paket bekommen. Und wir schauen rein, hier ist wieder eine Anleitung, auch mit einem QR-Code, wo man dann zum Tasting kommt. Ja, man soll die Biere natürlich kühl stellen und dann entsprechend rausnehmen. Ja, und das Ganze wird wie immer auf YouTube, auf Instagram und Facebook übertragen auf den entsprechenden Kanälen der Bitburger Braugruppe. Ja, genau, ein Glas dabei haben, ausspülen, dass es schön kühl ausgespült ist und ein Mineralwasser zum, ja, zum Neutralisieren. Genau, ja, dann haben wir noch Infos zu den einzelnen Bieren und zu zwei Spezialgeschichten. Und zwar gibt es, werden wir gleich sehen, das nehmen wir jetzt auch als allererstes raus. Es ist EM-Zeit im Juni. Und wir haben das Bitburger Premium Pils in der Fußball Edition, in der Halbliter Dose, limitiertes Design in der Deutschland Edition. Ja, na, das Bitburger Premium Pils aus der Dose. Dann haben wir natürlich auch das Bitburger Premium Pils in der 0,33er Longneck Flasche. Ja, der bekannte Genuss. Zu empfehlen auch bei diesen frühsommerlichen Temperaturen für einen schönen Salat und so weiter dabei oder zwischendurch als Erfrischung. Ja, dann gehen wir weiter. Wir haben das Bitburger glutenfrei. Das ist aber kein Bitburger Pils und zwar ist das ein Lager, ein helles und dahin geht dann auch ein bisschen anders. Es ist nicht so auf der hopfenlastigen Schiene, sondern eher malzbetont. Das muss man immer wissen dazu, wenn man von einem Lagerbier spricht. Haben wir gleich noch ein weiteres Lagerbier. Und zwar ist das glutenfrei. Sehr, sehr interessant für diejenigen, die auf Gluten verzichten müssen oder auf Gluten verzichten wollen. Ja, also sehr interessante Spezialität. Haben wir auch mal bei uns in der Hobbythek etwas näher beäugt. Dann haben wir das Bitburger Radler Naturtrüb in der neuen Design-Etikettenflasche. Ja, ein wunderbares, erfrischendes Radler, vor allen Dingen Naturtrübe Limo, ist ja ganz modern und auch hier haben wir die frühsommerliche Erfrischung bei wärmeren Temperaturen für die Freunde des Radlers. Dann bleiben wir bei der erfrischenden Runde. Und zwar haben wir die neue Bitburger Fassbrause. Auch in der neuen Flasche und in dem Fall auch glutenfrei, so wie ich gesehen habe. Ja, steht drauf. Vitamin C und Zink, ganz interessant, auch wieder für die gesundheitlichen Aspekte. Ja, Naturtrüb Orange, da bin ich selber drauf gespannt, nämlich auch noch nicht gesehen. Werden wir dann am Freitag mit den Leuten der Bitburger verkosten. Also wir haben auch hier bei diesem Paket ein paar gesundheitliche Aspekte, die sehr, sehr interessant sind und was man auch erzählen kann. Ja, dann kommen wir tatsächlich zum nächsten Lager, wo wir eben schon drauf angesprochen haben, das Matt Callista. Ja, es ist, ist auch ein Lagerbier, ein helles Lagerbier. Untergärige Craft-Bier-Spezialität in dem Fall, weil es hier mit dem Aroma-Hopfen Callista gehopft worden ist. Und das macht dann so ein bisschen einen eigenen Touch aus, hat tropische Früchte, Maracuja, Stachelbeere, ein bisschen Zitrusaromen. Sehr, sehr interessant auch für diese Erfrischung bei den wärmer werdenden Temperaturen. Ja,
Na, und da bin ich sehr, sehr gespannt auf die neue Braumeisterin Nele Gens von der Craftwerk. Ja, was haben wir noch? Wir haben ein Weißbier von der Benediktina, auch aus der Bitburger Range. Ja, auch ein erfrischendes, bananiges Weißbier für diejenigen, die dann etwas mehr Körper möchten, mehr Fülle im Bier und auch wunderbar zu trinken. Ja, auch nach dem deutschen Reinheitsgebot ein wunderbares Weißbier. Und zu guter Letzt haben wir, und das ist jetzt tatsächlich eine limitierte Sache, weil davon gibt es nicht mehr viele. Also schnell noch das Paket bestellen und wenn ihr das noch im Laden seht, kauft euch noch die letzten Reste. Es ist noch dabei der Bitburger Maibock. Ja, der Mai ist dann zwar beendet, wenn dieses Tasting stattfindet, aber hier ist er noch mal drin. Ganz, ganz toll, La Helle Bock mit dem Aroma Hopfen Ariana. Daher dann auch nochmal fruchtig, etwas kräftigeres Bier. Und aber wunderbar jetzt zum Abschluss vielleicht auch für dieses Tasting. Ja, ich finde eine schöne Auswahl von Bitburger für dieses Tasting. Ich bin sehr drauf gespannt. Seid also dabei, kauft euch noch schnell das Paket. Infos bekommt ihr wie immer. Und dann sehen wir uns am Freitag beim Tasting. Alles klar, bis dahin. Tschüss, euer Paddy.